So, herzlich willkommen zum Meet. Ich sehe, einige sind noch dabei, sich einzuwählen. Schön, dass ihr heute alle mit uns in der Leitung seid. Heute wird es ein bisschen theatralisch, vielleicht mal schauen, denn wir haben heute einen spannenden Gast. Wir haben heute Christoph Posselt und er ist als Theaterwissenschaftler jemand, der uns sagen kann, wann es denn mal theatralisch werden sollte und wann mal nicht. Er hat viel Erfahrung als Clown, hat beim Cirque du Soleil in Montreal gearbeitet, hat dort Artisten, Darsteller trainiert. Und die Dinge, die er dort in der Theaterwelt gelernt hat, zum Thema Auftritt, persönliche Wirkung, zum Thema Führung, Umgang mit Publikum, das bringt er jetzt seit langer Zeit schon Führungskräften und Unternehmern bei. Und ich bin sehr gespannt, was wir heute von ihm lernen. Erstmal herzlich willkommen, Christoph, und in der Leitung noch mit mir Hermann Leithold, auch Mitglied des Bundesvorstands von den jungen Unternehmern. Und wir beide, Hermann und ich, führen heute das Interview. Hermann macht das Hauptinterview im Lead mit Christoph, während ich schaue, welche Fragen ihr denn so in die Fragebox schreibt. Und da bitte die Einladung an euch. Dieses Format ist ganz bewusst eins, wo wir eure Fragen wirklich nutzen wollen und mit euren Fragen mit unserem Gast sprechen wollen. Deswegen bitte fleißig in die Fragebox oder in das Chatfeld, je nachdem, was ihr in eurer Software seht, einfach die Fragen reinhauen und wir stellen sie dann dem Gast. Und wenn es dort spannendere Sachen geht, können wir auch mal schauen, ob wir einen von euch wirklich zu Wort kommen lassen. Das Meeting wird aufgezeichnet und steht euch dann automatisch in der E-Mail, die kommt, als Aufzeichnung zur Verfügung. So, herzlich willkommen euch beide und rüber zu Hermann. Ja, Frederik, danke für die Einladung. Christoph, schön, dass du da bist bei uns. Erste Frage, dein Hintergrund sieht ein bisschen besonders aus heute. Du besitzt gar nicht zu Hause. Ja, richtig. Ich wohne in Mecklenburg und da hat sich heute früh dann gezeigt, dass die Funkverbindung zu schwach ist in dem Haus, wo ich wohne. Und so habe ich mich ins Auto geschwungen. Bin in die Nähe der Autobahn gefahren, wo der Funkmast steht und hoffe, von hier aus steht die Verbindung die ganze Zeit. Also deshalb sitze ich hier im Auto. Hallo Mannschaft. Ja, ein wichtiges Thema auch für unseren Verband, Breitbandausbau und die Netzversorgung. Schönes Beispiel jetzt direkt hier, warum das so wichtig ist. Hoffentlich kann das zukünftig auch mal bei dir dann zu Hause stattfinden. Eins deiner Lieblingszitate, wenn ich das so nennen darf, ist von Shakespeare, die ganze Welt ist eine Bühne. Und alle Frauen und Männer bloße Spieler. Du kommst ja aus dem Theaterbereich. Spielen wir alle nur eine Rolle in unserem Leben? Naja, das ist wirklich eine interessante Frage. Erstens, warum bin ich auf dieses Zitat gekommen? Was ist das Wichtige im Zusammenhang mit unseren Themen führen, wie führen wir Menschen und so weiter, mit Konflikten umgehen, Verhandlungen führen, also alle Dinge, die man als Führungspersönlichkeit möglichst gut können müsste. Und die kurze Antwort, beziehungsweise ich werde die Frage zurückstellen, was meint ihr denn? Spielt ihr Rollen? Ich würde schon sagen, ja, wir spielen Rollen. Man sieht das immer sehr schön, wenn man schaut, dass man ja auch ganz verschieden unterwegs ist. Mal ist man Papa. Frederik, in 3 Tagen wird er Papa sein. Jetzt ist er Ehemann, werdender Papa. Irgendwann fährt er nach Hause, ist er Verkehrsteilnehmer. Oder du, Hermann, du interviewst mich gerade, bist also der Interviewer. In der Rolle des Interviewers. Später dann bist du wieder der Chef in deiner Firma. Du fährst heute Abend in den Supermarkt, da bist du Kunde. Also wir sind ganz in sehr vielen Rollen, verschiedenen Rollen unterwegs. Und das Bewusstsein, dass wir das tun, ist extrem wichtig für eine gute Auffassung, was also Führung angeht, für eine gute Führungspersönlichkeit. Deshalb liegt mir dieses Zitat von Shakespeare so sehr am Herzen. Und da kann man lange zubringen, in diskutieren, nachdenken, was bedeutet das für mich. Aber ich will jetzt nicht zu lange reden, sondern dir wieder die Möglichkeit geben, weitere Fragen zu stellen. Aber wenn ich da vielleicht nochmal nachfragen darf, ich meine, ich bin ja als Unternehmer quasi in meiner Unternehmerrolle. Und es geht ja manchmal vielen so, die sagen, okay, manchmal auch ein bisschen mit der Rolle hadere oder noch nicht für sich noch nicht den Platz gefunden haben. Woran merke ich, dass eine Rolle für mich passt?
Ich denke mal, die großen Schauspieler, die haben einfach quasi, die sind in der Rolle dann auch aufgegangen. Ja. Woran merke ich das? Naja, in der Rolle aufgehen ist das eine. Davor sitzt am Theater ja das Proben, das Üben, das Schauen, wie lege ich diese Rolle an, den Hamlet zum Beispiel. Und in der Regel findet man meistens auch einen Weg der Gestaltung, der ganz persönlichen Gestaltung. Das ist im richtigen Leben ganz genauso. Ich kenne niemanden, der von vornherein ein guter, ausgebuffter, tolle Führungspersönlichkeit war, sondern man muss nachdenken, man muss üben, learning by doing, lernen durch Vorbilder. Und allmählich spüre ich dann, ob die Dinge funktionieren, die ich da mache oder nicht. Also im Feedback, wie erfolgreich du bist, wirst du sehen, ob du deine Rolle gut spielst oder nicht. Und am Ende an deinem Konto wirst du es auch sehen. Am Ende der Applaus des Publikums. Genau, bei mir war es der Applaus, Wird die und bei dir Rezession. ist es Erfolg deines Tuns, sind die Mitarbeiter, die mit Freude mit dir gemeinsam arbeiten und den Erfolg deiner Firma darstellen am Ende. Eine Frage aus dem Publikum. Wie kann man seine Rolle denn so gestalten, dass man vielleicht wirklich mal Applaus bekommt? Weil wir sind jetzt als Unternehmer oder auch, generell auch viele Führungskräfte jetzt nicht gerade also nicht gerade nur mit positiven Aspekten beleumundet. Was kann man machen, dass man vielleicht auch öfters mal Applaus bekommt für das Tun? Ja, das finde ich auch wieder sehr interessant, denn ich bin öfter so im Stuttgarter Raum, Automobilindustrie als Stichwort, und da sagen mir die Ingenieure immer wieder, dass sie sehr leiden darunter, dass sie eben wenig gelobt werden. Nichts gebabbelt ist Lob genug, hören sie, und das finden sie gar nicht schön. Wenn ich jetzt also Chef bin, würde ich als erstes mal darüber nachdenken, was hatte ich persönlich für Defizite als jemand, der geführt wurde. Also was hatte derjenige, der mein Chef war oder meine Chefin vermissen lassen. Und da ist das zum Beispiel schon ein ganz wichtiger Punkt. Gesehen werden, ich will gelobt werden, Menschen möchten gestalten und dann wieder das Echo bekommen von demjenigen, der sozusagen vorangeht. Vice versa geht es genauso rum. Das ist ja keine Einbahnstraße, sondern auch als ich, als Chef, kann sagen, erzählt mir, also fachlich ausgedrückt könnt ihr das als 360-Grad-Feedback beschreiben, erzählt mir mal, was gut läuft, und erzählt mir auch, was nicht gut läuft. Also erzählt mir alles, wie ihr mich seht. Also ich hole es mir auch aktiv. Und da wird es sicherlich auch Möglichkeiten geben oder Situationen geben, dass Menschen dann sagen, Mensch, das machst du wirklich toll. Also das direkt aussprechen, auf die Metaebene gehen, das ist meine Beobachtung, das wird zu selten gemacht, aber kann man sich holen. Und das wäre auch mein Vorschlag. Holt euch. Okay, also im Zweifel vorklatschen. Wie bitte? Im Zweifel einmal vorklatschen im Publikum. Ja, genau. Übrigens, Nun sind ich das. habe auch ich hab viel Regie geführt und so weiter, und mein Trick war immer viel loben. Die Spieler, die Sänger, die Akteure, die Artisten waren immer ganz entzückt davon, dass sie so sehr gelobt werden, und wollten dann immer noch ihn drauflegen, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und so habe ich also viel, viel bekommen von denen, und oft sagten dann Intendanten oder Leute, die sie anderen kannten, ey, was hast du denn mit denen gemacht? Die sind ja völlig über sich hinausgewachsen. Loben. Loben ist also meine Lebenserfahrung. Ist ein tolles Werkzeug. Konkret allerdings, man muss konkret loben. Man sagt, das und das hast du richtig toll gemacht. Probiert das einfach mal aus. Ihr werdet sehen, es funktioniert. Wir sind da immer zu deutsch. Wir stürzen uns gleich ins Defizit, statt zu gucken, ey, was ist gelaufen? Was war denn jetzt schon mal toll? Übrigens, wenn ich ein Coaching mache und die Situation ist völlig verfahren in so einer Truppe, dann könnte ich anfangen und sagen, schreib doch mal, was läuft denn hier nicht gut? Oder ich fange an, völlig überraschend und paradox zu den Erwartungen, schreibt doch mal alles auf oder malt mal ein Bild, was alles toll läuft. Und da sind die meistens ziemlich erstaunt, dass doch eine Menge Sachen wirklich ganz gut laufen.
Und von da aus starte ich dann, na, und was läuft denn nicht? Und warum nicht? Und da habe ich ganz automatisch auch eine sehr positive Atmosphäre geschaffen, auf deren Basis wir dann schauen, was eben nicht läuft. So frei nach dem deutschen Motto, nicht geschimpft, gelobt genug. Genau. Nun sind Und das das ist einfach blöd, ne? Das ist einfach blöd. Wir alle brauchen sowas, gesehen zu werden. Nun sind ja die, sagen wir mal, der kunstschaffende Bereich, die Theaterwissenschaften und die freie Wirtschaft ja schon zwei ganz unterschiedliche Welten. Ne? Welche Ähnlichkeiten und Unterschiede hast du eigentlich zwischen den beiden Welten kennengelernt? Ich komme aus dem Osten und da hat sich die Theaterwissenschaft immer mit der Theatralität des Alltags beschäftigt, als einen ganz wichtigen Teil. Und diesen Ideen folge ich bis heute nach, denn alles, was wir tun, kannst du wie Theater anschauen. Nehmen wir mal große Ereignisse, Parteitage, guck in die USA, da siehst du richtig, das ist eine Inszenierung. Da sitzen genau die richtigen Leute im Hintergrund. Da läuft die ganze Geschichte nach einem durchgestylten Ablauf. Da werden die Kinder zum Küssen hereingereicht und wieder rausgenommen und so weiter. Und wenn du es kleiner nimmst, ist das selbst das, was wir jetzt gerade machen, ist ja wie Theater. Und es läuft nach den gleichen Gesetzen, habe ich beobachtet. Das heißt, Einleitung, Widersprüche, Spannendes, eine Entwicklung, ein Finale. Botschaften, all das findet in meinem täglichen Leben auch. Wenn du so willst, ein Meeting, was ihr miteinander habt in der Firma, das kann ich wie ein Theatermann inszenieren und nach den Gesetzen des Theaters eben auch beobachten. Und der Witz ist, wenn ich weiß, worauf ich da achte, kann ich das eben auch super steuern. Und das kann man lernen von so einem Typen wie mir. Wie organisiere ich sozusagen die Theatralität des Alltags? Wie mache ich, bringe ich die Gesetze des Theaters ins richtige Leben hinein? Mit welcher Bewusstheit kann ich dann? Ja, das sind die Übertragungen, die man eben von so einem Theatermann wie mir lernen kann. Spannend. Du hast ja nicht nur Theater gemacht, du bist auch viele Jahre quasi im Pantomimenbereich tätig gewesen. Das ist ja die Pantomime ja eine ganz besondere Art der Theatralik, weil sie ja ohne die Stimme auskommt. Was hat für dich da den Reiz ausgemacht und was sind auch da ein bisschen die Besonderheiten, die man so quasi diese extrem einfachen Form, also einfach im Sinne von, ich habe wenig Werkzeuge, davon lernen kann. Na, was ich immer besonders toll fand bei der Pantomime, ist, es war für mich wie Poesie, in der Literatur, also hochverdichtet. Nicht? Also mit den einfachen Mitteln konnte ich sozusagen in einem geschlossenen Raum im Gefängnis sein und im nächsten Moment konnte ich schon davonfliegen. Und also das fand ich großartig, wie schnell man eine Vorstellung erzeugen konnte von etwas, was passiert. Und was ich jetzt in meinem anderen, in meinem zweiten beruflichen Leben toll finde, ist, mit den Erfahrungen des nonverbalen Künstlers sozusagen schauen, was erzählen wir Menschen in unserem täglichen Leben, ohne dass wir ein Wort benutzen. Und wir alle kennen ja solche Untersuchungen, dass also die Anteile des Nonverbalen zwischen 2/3 und 90%, je nachdem, liegen. Beim Telefonat ist es sicherlich weniger. Also sehr, sehr hoch sind. Und auch da wieder ist interessant, was kann ich denn da von meinen eigenen Beobachtungen und von denjenigen, die sich da professionell unterwegs engagiert haben, was kann ich denn da lernen? Ich finde nämlich interessant, dass ich das Erfolgreiche meines Tuns immer in dem anderen erkenne. Also in dir als Spiegel erkenne ich, wie das, was ich da tue, welche Rede ich halte, ob ich überzeugend bin oder so, sehe ich in dir. Und zwar meistens in dem Erzählen deines Körpers, meistens in deiner Mimik zum Beispiel, in der Haltung deines Körpers. Bist du gespannt? Lächelst du wie jetzt? Sind deine Augen neugierig? Schaust du oder nicht? Und die allermeisten haben verlernt, da genau hinzugucken. Was natürlich blöd ist, weil der andere ist mir der Spiegel meines eigenen Tuns. Und das kann man auch schön trainieren.
Da spielen sicherlich dann, denke ich mal, auch so ein bisschen die geänderten Kommunikationswege, die wir heute haben, eine ganz entscheidende Rolle, weil wie kommunizieren wir denn meistens? Wir schreiben E-Mails zum überwiegenden Teil, schreiben eine Genau. WhatsApp, schreiben vielleicht mal eine Sprachnachricht, beim Telefonieren auch. Wir haben, denke ich mal, in der überwiegenden Zahl unsere Kommunikation ja eigentlich fast nichts, also nichts sichtlich Nonverbales mehr dabei. Kann das auch zu Schwierigkeiten führen? Ich habe das selber erlebt. Ich hatte eine Kontroverse mit einer Bildungseinrichtung in der Schweiz. Und dann gingen immer E-Mails hin und her. Die Steigerung der E-Mails war das Telefonieren, aber es funktionierte nicht. Wir beide verstanden uns nicht. Und die Erkenntnis, die ich da hatte, war, ich hätte sofort hinfliegen müssen, mich dahinsetzen, mit denen reden und die Differenzen klären. Und ich bin sicher, das wäre gelungen. So aber gingen immer nur die Worte hin und her, beziehungsweise also schriftlich oder dann verbal. Also mein Tipp ist, mindestens an den Stellen, wo es wichtig ist, ist es eben auch sehr, sehr hilfreich, sich ganz persönlich gegenüber zu sitzen und persönlich miteinander mit allen Kanälen, die ich habe, rede. Darf ich noch was ergänzen dazu? Ja, bitte. Ich hatte mal eine Coaching-Situation, da wurden, also ich war nicht alleine da, wurden wir begrüßt. Na, willkommen, Herr Posselt, Frau Schöne. Gute Nachricht, hier herrscht Krieg. Und uns war dann klar, die handelnden Personen, also die Führungspersönlichkeiten, die Geschäftsführung und der Vorstand, der Vorsitzende vom Betriebsrat, die müssen miteinander reden. Wollten die aber nicht. Und dann haben wir erst den ganzen Tag haben wir daran gearbeitet, dass es eine Geheimkonferenz, ein Geheimtreffen gibt zwischen den beiden, weil wir wussten, wenn die sich erstmal in die Augen sehen und sich wieder als Mensch wahrnehmen und nicht als Funktion, als der Geschäftsführer und der böse Betriebsrat, dann haben wir eine Chance, dass sie wieder anfangen, miteinander zu reden. Und soll ich euch was sagen? Es hat geklappt. Echt, es hat geklappt. Also diese Erfahrung ist für mich eine extrem wichtige Metapher. Alles dran setzen, dass wir uns so oft wie möglich als Menschen wahrnehmen und alles, was hilft, dazu eben einsetzen. Das persönliche Miteinander tun. Hermann, Ich denke mal, das was? können wir an der Stelle auch als kleines Takeaway uns schon mal merken. Sagen, im Zweifel lieber mal rüberlaufen, direkt das Meeting suchen oder im Minimum eine Videokonferenz dem Telefon vorziehen. Unbedingt, unbedingt. Also ich will das zuspitzen. Schon vor 2500 Jahren sagten die alten Griechen, die hatten ein Sprichwort, wo das Reden aufhört, fängt der Krieg an. Also genau das, was du sagst. Lieber mal rüberlaufen, lieber mal die Eier haben und sagen, Alter, komm, wir müssen mal reden und so weiter. Also das schlimmste anschiebende Element für Konflikte ist, wir reden nicht mehr miteinander. Kann ich nur unterstreichen, Hermann, was du da gerade als Erkenntnis hattest. Okay. Frederik, du hast noch eine Zuschauerfrage bei dir liegen? Genau, sogar zwei Zuschauerfragen, die in dieselbe Kerbe reinhauen. Sie sind hängen geblieben an der Frage, wie machen wir denn die Meetings und wie bauen wir die denn auf? Und die Quintessenz beider Fragen ist, häufig gehen wir ja da sehr inhaltsorientiert und kausal ran. Wir sagen so, dieses Meeting, vier Tagesordnungspunkte, erstens, zweitens, drittens, viertens. Und dann, wenn es vier Punkte sind, kriegt jeder Punkt 25 Minuten. Dann haben wir vielleicht noch 30 Sekunden für den Smalltalk hinten dran und wir verabschieden uns noch eine halbe Minute und dann ist das Meeting gut und good, der Drops ist gelutscht. Die Frage Ja. ist, wie denn jetzt ganz konkret besser machen und trotzdem effizient sein? Na, was ich als Theatermann immer sehe, ist, man muss eine Beziehung herstellen zu seinem Publikum und das Publikum sind dann die Teilnehmer hier in diesem Falle im Seminar, im Meeting. Das heißt, am Anfang durchaus eine Atmosphäre schaffen, die positiv ist, die tragfähig ist und da alles, was hilft, in den konkreten Situationen einsetzen. Also zum Beispiel sich erkundigen, Mensch, Frederik, wenn wir uns was weiß ich, in ein paar Wochen wieder telefonieren sollten, würde ich als erstes fragen, wie geht's denn dir und deinem Kind, wie geht's deiner Frau, um dir zum Beispiel zu zeigen, dass ich mich erinnere daran, dass du in 3 Tagen jetzt wahrscheinlich Papa wirst.
Das sind so Kleinigkeiten, die sind enorm hilfreich. Also ich spüre, oh, mein Chef erinnert sich daran, dass dies, das oder jenes war. Also ein wenig positive Atmosphäre schaffen. Ich will noch mal weiter ausholen. Ich hatte, also das Thema Verhandeln habe ich mit einem Freund gelernt, der ist Amerikaner, der war Verhandler für die amerikanische Regierung. Und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, Marc, wenn du so uns als Deutsche anschaust und wir gehen mal zum Thema Beziehung herstellen in einer Verhandlung, was würdest du für uns für einen Tipp geben? Und seine Antwort war, ihr Deutsche fallt immer mit der Tür ins Haus. Mach doch erstmal eine tolle Atmosphäre, damit ihr auf der Basis dieser guten Atmosphäre miteinander reden könnt und die Kühe vom Eis holen. Also, der Tipp für uns ist, investiert ein bisschen Zeit in die Beziehung. Die Beziehung ist wie die Brücke zwischen den einzelnen Inseln und dann legt ihr los. Warum sage ich das? Nun, ich habe gehört, das andere ist alles wohl strukturiert, also ein klarer Ablauf, klare Agenda, Definition, wo wir hinwollen und so weiter. Aus meiner Erfahrung ist es oft gar nicht so klar. Also da würde ich dann an zweiter Stelle auch nochmal hingucken. Ist das wirklich präzise, was wir da miteinander machen? Oder gibt es da auch eine Runde Tricksen, Tarn, Täuschen? Ich sage nicht, obwohl ich 25 Minuten rede oder so. Ne? Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Erstmal Beziehung herstellen. Okay, vielen Dank. Nun hast du jetzt nicht nur als Regisseur und Pantomime-Künstler gearbeitet, sondern auch auf der Einladung hat man es ganz prägnant gesehen als Clown. Ja. Nun fühlt man sich als Unternehmer vielleicht ab und zu mal als Clown, vielleicht eher unfreiwillig in dem Moment. Trotzdem nochmal, was können wir als Führungskräfte und Unternehmer eigentlich von einem Clown lernen? Coole Frage. Also ich liebe diese Figur des Clowns und wohlbemerkt, das sind nicht nur, das sind nicht die, die auf dem Kinderfest herumlaufen und diese Ballontierchen flechten und bunt animiert sind, sondern die tatsächlich kleine Stücke spielen, theatralische Stücke spielen. Was kann man von ihnen lernen? Zum Beispiel Kreativität. Denn ihr könnt euch vorstellen, kein Lachen entsteht, wenn ihr nicht überrascht seid. Und um diese Überraschung herzustellen, muss ich was völlig Unerwartetes produzieren. Ha, das bringt dann den Lacher. Was ich heute sehe in unserer heutigen Zeit, ist die enorme Notwendigkeit, kreativ zu sein. Das wird einer der zentralen Bringer sein oder Fähigkeiten, die ihr haben müsst als Führungspersönlichkeiten, Kreativität entweder zuzulassen oder selber zu sein. Denn unser Leben wird sehr spannend, sehr dramatisch, ganz anders aussehen, als es sozusagen jetzt in der Vergangenheit war. Also ich kann Kreativität lernen. Zum anderen ist es eine, und deshalb mag ich ihn ganz besonders, ein, na, wenn ihr so wollt, archaischer, anarchistischer Typ. Der stellt immer wieder die Frage, wieso? Wieso soll ich das so machen? Warum so und nicht anders? Also Dinge auch mal in Frage stellen. Und mir fällt das oft auf, so in Berufen, die sehr regelbasiert sind. Also Banker zum Beispiel, denen es enorm schwer fällt, mal aus der Kiste herauszudenken und mal neue Möglichkeiten zu eruieren. Also ich hatte letztens ein Seminar, da sagte Herr Apostel, das geht nicht. Das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Ich bin so umzingelt von Regeln und so weiter. Na, probier doch mal. Nur mal aus Spaß. Also das kann ich lernen. Und was ich auch ganz toll finde an dem Clowns-Typen, der redet nicht viel, anders als ich jetzt gerade. Der redet nicht viel. Der spielt fast alles mit dem Körper. Also da, man kann auch wieder sozusagen diesen körpersprachlichen Aspekt ganz stark sehen. Das sind die drei Punkte, die mir besonders auffallen und natürlich im Finale auch das Lachen. Also das, ja, diese Leichtigkeit mit einbauen ins Leben, schwer ist es ja schon von alleine. Ja, aber da würde ich gerne noch mal ganz kurz nachhaken, weil man hat ja oftmals so eine ganz angespannte Stimmung, wenn man sagt, jetzt irgendwie müsste man jetzt wieder quasi auf eine vernünftige Atmosphäre rübergehen. Du hast gesagt, okay, der Clown nutzt die Überraschung als Element. Was sind eigentlich noch so vielleicht irgendwelche so Regeln, um ein Lacher vielleicht zu produzieren? Es wird ja bestimmt auch da irgendwelche Tricks geben. Wie schaffe ich das?
Da muss ich dich leider enttäuschen. Also ich habe, als ich aufhörte, aktiv zu sein, kriegte ich öfter Nachfragen von Kunstuniversitäten und so weiter, dass ich da den Studenten beibringe, wie man als Clown spielt. Und da habe ich immer gesagt, kann ich nicht. Na, wieso? Sie waren doch ein toller Clown. Na, ich weiß aber nicht, wie ich es gemacht habe. Keine Ahnung. Also ich könnte dir jetzt Theorien bringen. Also es muss eine Fallhöhe haben, zum Beispiel. Also du hast einen Anlauf, du erzählst eine Geschichte und dann. Und je höher die Fallhöhe ist, desto höher ist das Lachen. Aber damit kannst du immer noch kein Lachen produzieren. Und leider, ich habe 5 Jahre in Leipzig Theaterwissenschaft studiert und habe mich besonders mit dieser Frage beschäftigt. Aber theoretisch habe ich keine Antwort bekommen. Man muss es ausprobieren und ich kann dich leider nur mit dieser Antwort so zurücklassen. Okay, Ah, also übrigens, Führung können wir was? lernen, aber nicht lustig sein. Naja, lustig sein ist noch was anderes. Du hast ja danach gefragt, wie kannst du einen Lacher produzieren? Also, es wird dir in deinem Leben ja schon öfter gelungen sein, dass die Leute über dich gelacht haben. Und jetzt ist ja die Aufgabe, darüber nachzudenken und nichts anderes mach ich als Clown auch. Wie ist das passiert? Warum haben die jetzt über mich gelacht? Denn als Profi auf der Bühne der Kunst brauchst du also du weißt, wann du Profi bist, wenn du rekapitulieren kannst. Also wenn du den Gag immer und immer und immer wieder spielst und beim 100. Mal, bei der 100. Vorstellung lachen die Leute immer noch. Dafür musst du genau wissen, was du tust. Und das finde ich eben auch noch eine ganz spannende Übertragung vom Theater, die Kenntnis der Mittel. Ich sehe beim Führen oft Menschen, die wieder mit der Theatersprache zu sprechen, die dilettieren so leise vor sich hin. Warum ist das so? Guck mal in die Medizin. Du wirst also ein Mediziner, du wirst Arzt, Ärztin, du bist Assistenzärztin, du bist Oberärztin, leitende Oberärztin und irgendwann findet man, Mensch, du könntest Chefärztin werden oder Chefarzt. Was hast du aber bis dahin getan? Du hast Medizin gemacht. Hast du Menschen geführt? Nö, hast du nicht. Hast du es irgendwo gelernt? Nö, hast du auch nicht. Und das ist eine große Ursache dafür, dass es eben gerade in der Medizin genau an dieser Stelle enorme Friktionen gibt. Und nur die Mutigen stellen sich dann und sagen, oh, das muss ich lernen. Das sind dann meine Kunden zum Teil. Nur die Mutigen, weil die haben nun auch noch diese Statusnummer drumherum. Ne? Als Chefarzt ist man halt der Gott im Weiß und so weiter. Und da jetzt sich zu trauen, zu sagen, nee, ich kann da was nicht, das braucht wirklich Mut. Und da hilft dann wiederum der Clown, also so einer wie ich, deshalb ist es meiner E-Mail-Signatur zum Beispiel auch immer die rote Nase. Das erinnert an diesen Hofnarren, an denjenigen, der auch tatsächlich mal spiegelt und die Klarheit und Wahrheit aus meiner Sicht natürlich dem anderen dann sagt. Jupp. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel geredet. Ich habe einige Kreise gezogen, aber hoffentlich bin ich klar. Ihr korrigiert mich bitte, wenn ich irgendwas zu lange texte, ja? Das machen wir. Gut. Tarek? Ja, gerne. Wir haben noch eine weitere Teilnehmerfrage, aber ich möchte kurz noch das, was du gerade sagtest, unterstreichen. Ich hatte mich jetzt gerade die Situation erlebt, wo eine junge Ärztin in ihrer Bewerbungsphase sich mal überlegt hat, was will ich denn noch lernen? Und sie hat ein Seminar zum Thema Einflussnahme und Kommunikation gemacht, weil sie sich erhoffte, besser mit den Patienten, mit den Schwestern, mit den Kollegen reden zu können und dort wirksamer zu sein. Im Bewerbungsgespräch wurde sie dann gefragt, warum sie denn so ein Kommunikationstraining gemacht habe, ob sie das denn nicht gut genug konnte. Das ist natürlich auch eine sehr Ja. geile Haltung, die das, was du gerade sagst, nochmal so richtig schön unterstreicht. Ja. Aber kommen wir zurück zu einer Teilnehmerfrage. Das Beispiel, was du gerade genannt hast, mit dem Institut in der Schweiz, da stellt sich der René noch die Frage, können denn die Webkonferenzen im Konfliktfall reale Treffen ersetzen, also mit Kamera vielleicht? Was ist da deine Einschätzung zu? Also ich würde sagen, nichts geht über den wirklich direkten Kontakt. Wenn der nicht möglich ist, vielleicht so eine Webkonferenz. Wenn die nicht möglich, also
Downsizing nur im Falle, es geht nichts anderes, weil es, alles ist immer noch besser, dass wir reden, als wir sagen gar nichts mehr. Ich würde jedoch immer bevorzugen, dass man sich miteinander zusammensetzt, denn dann riecht man förmlich die Chemie, nicht? Also, ja, wäre meine Antwort. Also das Wirksamste bleibt das Persönliche. Wahrscheinlich Ja. ist es dann besser, in die Webkonferenz zu gehen, bevor man eine E-Mail schreibt, aber im Idealfall persönlich. Im Idealfall persönlich. Unbedingt. Deshalb fliegen die Leute ja hin und her um den ganzen Globus. Also wie oft rede ich mit Leuten, die sagen, ja, ich war jetzt in den USA, wie lange war es da? 2 Tage. Warum warst du denn da? Na, es gab Schwierigkeiten. Dann kannst du nicht mehr mit der Kamera machen. Ja, sicher, kann ich. Aber ich muss mit den Leuten reden. Ich muss sie anfassen. Ich muss ihnen an den Schultern schütteln. Ich muss da hingehen, in die Fabrik gucken und so. Ja, das ist meine Prima, Erfahrung. das waren unsere Teilnehmerfragen bis hierhin. Herzlichen Dank für die Fragen. Gerne weiter die Fragen stellen. Ihr seht, sie werden beantwortet und dann erstmal wieder zu dir, Hermann. Ja, vielen Dank. Im Theater gibt es ja eine klare Rollenverteilung, jetzt nicht nur auf der Bühne, sondern auch außerhalb der Bühne. Da gibt es den Regisseur, der die Leute anweist, aber eigentlich ja nicht auf der Bühne steht, außer vielleicht hinterher beim Applaus, aber eigentlich verhält er sich immer im Hintergrund und es gibt die Schauspieler, die vorne die Rollen spielen. Ist das vielleicht auch, kann man das ein bisschen als Sinnbild auch für Führung verstehen? Wir haben oftmals ja auch Führungskräfte oder auch Unternehmer, die dann sehr in ihren Themen drinstecken, auf der Bühne, und manchmal eigentlich die Regie vernachlässigen. Ah, ja, da gibt's also es hat 2 Ebenen. Einmal ist das Entwickeln einer Vorstellung immer eine Dialogsache. Ne? Das geht hin, geht her. Der Regisseur spricht sich mit den Schauspielern, die spielen etwas, proben etwas, zeigen etwas. Ach, nee. Also einmal hast du ein permanentes Hin und Her. Und das andere aber ist sozusagen der dialektische Gegensatz. Formuliert mit einem frechen Sprichwort, der Koch darf nicht mit in die Suppe. Heißt also, der Regisseur ist nicht mit auf der Bühne. Selbst wenn er finden würde, er könnte das viel besser spielen als dieser Trottel da. Nee, er wird niemals auf der Bühne sein. Und das ist eine interessante Nachricht hier an dieser Stelle. Ich sehe oft Leute, sagen wir mal, Softwareentwickler, die sind dann toll, und irgendwann leiten sie das Team und höre dann, das größte Problem für sie ist, loszulassen, nicht mehr alles selber zu entwickeln, sondern eben auch zu sagen, okay, du machst das, das und das und das. Der Koch darf nicht mit in die Suppe. Wenn ich Chef bin, muss ich auch dafür sorgen, dass ich auch draußen bin. Wie war das für dich damals, als du das erste Mal quasi den Platz gewechselt hattest? Du hast ja jahrelange Erfahrung quasi auf der Bühne und plötzlich solltest du oder wolltest du nebenan stehen? Wie Einerseits, hast du das umgesetzt? ich fand es großartig, also ich hatte damit kein Problem. Ich fand es großartig, die Qualitäten der Sänger oder der Schauspieler oder sowas zu sehen. Ich meine, es war die Semperoper, also die Staatsoper in Berlin, wo ich Regie gemacht hatte in der DDR-Zeit. Und dann später in Montreal habe ich die kommenden Artisten und Clowns und weiter trainiert. Also das fand ich großartig. Und zum anderen genoss ich auch, dass ich unten sitzen kann und nicht mehr meine Haut, eigene Haut zum Markte tragen musste, sondern die anderen mussten sich jetzt schwitzend engagieren. Und ich, das einzige Problem, was ich hatte, und das streift so den vorangegangenen Gedanken, oder die vorangegangene Frage, ich musste aufpassen, dass ich als Regisseur nicht zu viel vorspiele, was ich mir vorstelle, damit ich den anderen Platz lasse, dass sie das selber entwickeln. Denn ihr könnt euch vorstellen, so ich sozusagen als Fachmann fürs Bewegen, ich konnte das toll zeigen, aber so ein Sänger ist nur nicht unbedingt ein Fachmann fürs Bewegen, sondern eher fürs Singen. Und der hätte jetzt ewig und 3 Tage versucht, genau mich nachzumachen. Aber darum ging es eigentlich nicht, sondern es geht ja um den Ausdruck, um die Gestaltung der Rolle. Also ich musste mich disziplinieren und eben nicht der Koch sein, der in der Suppe herumrührt, sondern draußen sitzen und zuschauen. Also manchmal ein bisschen die Suppe vor sich hin köcheln lassen, damit sie gut wird.
und nicht alle 5 Minuten nachschmecken. Naja, es gibt ja so ein tolles Prinzip, Situational Leadership. Also ich gucke genau, ich kontrolliere, wie arbeiten die Leute, wie arbeitet meine Truppe. Wer braucht eine sehr enge Führung und wer braucht mehr Platz, weil er selber schon erfahren ist und gut gestalten kann. Das wäre die Differenzierung zu deiner Antwort nochmal. Also genau schauen, was wird gebraucht. Im Theater gibt es ja quasi dann Hauptrollen und Nebenrollen. Also, zumindest nach meinem Verständnis. Wie verteilt sich die Regiearbeit auf die Hauptrollen und Nebenrollen? Weil ich merke das ja auch vielleicht aus eigener Erfahrung, dass man ja oftmals einen Fokus auf Rollen hat, die am meisten nachfragen oder am meisten sich meistens Bedarf anmelden an Führung und Regiearbeit, auch wenn das nicht vielleicht immer die sind, die gerade eigentlich falsch singen. Da würde ich dich, wenn du mich als Coach fragen würdest, würde ich fragen, was sind denn, warum, also was sind das für Leute, die da kommen und besonders viel Energie nachfragen und warum tun sie das? Sind sie nicht in der Lage, es selber in die Hand zu nehmen? Und nächste Frage, was hat das mit dir zu tun? Also wie viel lässt du dich darauf ein, dass jemand kommt und sagt, Chef, wir haben da ein Problem? Und du legst jetzt sofort los, was natürlich toll ist, als Chef gefragt zu werden und löst jetzt das Problem. Also wie viel Affen lässt du dir auf deine eigene Schulter setzen? Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, auch ich habe gelernt, dass es nicht immer diejenigen sind, die da am lautesten schreien, die auch die größte Aufmerksamkeit brauchen, sondern möglicherweise die, die leise sind, brauchen etwas mehr Hilfe. Sie trauen sich nur nicht, weil sie von Natur aus eben leise sind und nicht so eine Rampensau wie ich zum Beispiel. Also die Aufgabe von dir als Chef ist, genau zu beobachten und zu entscheiden, wie viel gebe ich von mir da rein an Aufmerksamkeit, Kraft, Unterstützung und wer braucht sie eventuell dringender als der, der da laut rumkrakeelt. Jetzt haben wir genau zu dem Thema oder auch zu der Metapher mit dem Koch in der Suppe auch noch eine Frage aus dem Publikum. Der Lars hat die gestellt und zwar, wie bringe ich das den Kunden bei? Also die wollen immer sofort den Geschäftsführer sprechen, obwohl er das eigentlich gar nicht entscheiden möchte und seine Leute eigentlich die viel besseren Experten sind für das Thema. Also wie bringt man das in dem Moment auch den Kunden bei? Also ich nehme an, der Lars, der jetzt die Frage gestellt hat, ist der Geschäftsführer und der hat das Problem, dass die Leute immer sagen, ich möchte den Geschäftsführer, also Lars, sprechen. Ja. Ich finde, Hermann, du hast den wichtigsten Teil der Antwort schon selber gegeben. Es mit großer Offenheit so dem Kunden sagen, Kunde, ich verstehe, dass du sozusagen den Boss im Ring sprechen möchtest. Jedoch an dieser Stelle geht es ja nicht um das Boss-Sein, sondern um die fachlichen Themen. Und da weiß ich, dass mein Kollege A, Mitarbeiter B und C die Fachleute sind. Und deshalb wenden Sie sich mit all dem Vertrauen an die drei. Die werden Ihnen helfen. Es sei denn, das Thema ist was anderes. Es ist nicht fachlich, sondern was weiß ich, disziplinarisch, organisatorisch oder wie auch immer. Naja, dann bin ich wahrscheinlich wieder der richtige Mann. Aber solange es um die Fachthemen sind, seien Sie versichert, die drei sind wohl ausgewählt und stehen Ihnen zur Seite. So oder ähnlich würde ich es dann sagen. Wie hört sich Vielen das Dank. an? Du kannst ja mal Lars fragen, wie sich das für ihn anhört. Genau. Also gern nochmal Feedback geben, entweder als neue Frage oder einfach im Chat stellen, ob du das so annehmen kannst oder ob du noch Nachfragen hast. Gern die Mittel dazu nutzen. Passt und danke, schreibt Lars. Ja, vielen Dank. Perfekt. Ja. Ich habe das gerade gemerkt, wo du quasi jetzt, Geschäftsführer gespielt hast, du hast sofort relativ viel mit deiner Stimme gearbeitet. Ist mir zumindest sofort aufgefallen, dass du bei der Intonation
ganz bewusst gearbeitet hast. Ist das auch ein Thema, was bei dir in den Seminaren oder bei dir auch im Erfahrungsaustausch eine Rolle spielt? Also insgesamt, also kurze Antwort ja. Und ihr könnt euch ja mal im Internet anschauen, was ich für Programme anbiete. Also ganz einfach www.meinname.christophposselt.de. Und da gibt es ein Programm Stimmtraining für Manager. Das habe ich eben gerade, weil so eine Nachfrage, wie du eben brachtest, Hermann, habe ich aufgelegt. Und da geht es nicht darum, dass ihr Schauspieler oder Sänger werdet, sondern trainiert, mit eurer Stimme variantenreich zu sprechen. Warum ist das wichtig? Nun, die Stimme, eure Stimme ist das zentrale, tragende Element, wenn ihr Inhalte vermitteln wollt. Und je spannender ihr reden könnt, desto leichter folgen euch Mitarbeiter nach. Also definiert spannend reden, aufrütteln, emotional sein, sachlich sein, die ganze Bandbreite des Stimmlichen zu nutzen, das kann man lernen. Und das solltet ihr auch lernen, denn langweilig sollten die anderen, nicht wir. Ne? Langweilig können die anderen. Ja, in den Seminaren sprechen die Leute mich immer an, sagen Christoph oder Herr Posselt, machen Sie Hörspiele, also sprechen Sie Hörspiele, lesen Sie Bücher, Ihre Stimme ist so toll, erkennen Sie Ihre Stimme. Danke für die Nachfrage, ich habe das nie gemacht, aber mir war klar im Seminar, das muss interessant sein. Stellt euch vor, ich rede 8 Stunden so. Guten Morgen, meine Damen und Herren, wir werden heute einen tollen Tag haben. Nach Sekunden schaltet ihr schon ab. Also wenn ich will, dass ihr 8 Stunden zuhört, dann muss ich alles, was ich kann, einsetzen und dazu gehört natürlich die Stimme. Ja, das solltet ihr üben. Das können wir üben. Okay, dann ist noch eine Frage auch aus dem Publikum, eher allgemeinerer Art. Und zwar, was sind so die 3 schlimmsten Führungsfehler, die Vorgesetzte aus Ihrer Sicht machen? Aus meiner Sicht, ja. Erster ganz schlimmer Fehler, nicht zum Wort stehen. Also das eine sagen, das andere tun. Zweiter Fehler, Unsichtbarkeit. Also ich erinnere mich an eine Geschäftsführer eines großen Krankenhauses im Norden Deutschlands. Die hatten sich ihre Etage abgeschlossen. Da kam keiner mehr rein. Man sah aber auch die Geschäftsführung, man sah sie nicht. Die waren dann irgendwann irgendwo nicht mehr da. Und aus meiner Sicht, der dritte Fehler ist Unnahbarkeit, also nur sachlich, fachlich unterwegs zu sein und die Komponente des Persönlichen, des Individuellen, des Menschlichen zu sehr vernachlässigen. Da habe ich auch ein kurzes Beispiel. Ich wurde von einem Vizepräsidenten einer großen deutschen Firma gefragt, Herr Posselt, ich möchte mit Ihnen ein Coaching. Ich möchte alles lernen, was Sie als Schauspieler, als Akteur auf der Bühne gelernt haben. Und als ich fragte, warum denn, wurde erzählt, er ist sachlich, fachlich absolut spitze. Spitzname in der Firma war, Herr Doktor sowieso, The Machine. Also diese Seite war absolut super. Aber die andere Seite, das Mitnehmen seiner Mitarbeiter, das funktionierte nicht so toll. Interessanterweise war er privat eine absolute Rampensau und ein absolut toller Typ, nur in der Firma war das irgendwie alles weg. Und dann war unsere Arbeit herauszufinden, woran liegt das und es wieder nach vorne zu bringen. Berlinerisch sagt man mal, zu zweit ist man nicht alleine. Also jeder, der führt, fühlt ja jemanden. Und wir sind alle Menschen. Und wenn ihr das gut hinkriegt, mit den Menschen umzugehen, na dann lehre die Frauen und die Männer die Sehnsucht nach dem Meer und sie werden mit euch das Schiff bauen, die Meere zu bereisen. Also das ist die Aufgabe. Und worüber reden wir da? Über Emotionalität, um Beziehungen reden wir. Und danach kommt die Sache. Das ist auch das, was man von so einem Theaterfutti lernen kann. Es geht immer erstmal um Emotionalität. Es geht immer erstmal um das Menschliche. Und wenn das gut funktioniert, dann könnt ihr die Welt aus den Angeln heben. Ansonsten werdet ihr eure Kraft verplempern
bei irgendwelchen Stellvertreterkriegen und fummelt euch da so leise durchs Jammertal. Sieht man, sehen Sie ja viele so als eher den nüchtern rationalen Menschen. Ich denke mal, auch der Kollege aus Ihrem Beispiel wird das sicherlich auch als seine Rolle verstanden haben. Ich bin der nüchtern rationale, der Fachmann. Ist das auch ein Thema, wo man die Rollendefinition sich anschauen muss? Wo man seine Rolle anschauen muss, die man dann spielt? Weil da war ja witzig. Ja, genau. Ich schaue mir nochmal meine Rolle an. Im Theater hat man gesagt, wie möchte ich meine Rolle anlegen? Es ist ja nicht definiert, wie ich den Hamlet spiele oder die Julia oder den Romeo oder wie auch immer, sondern ich entscheide mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Vorstellungen, mit meinen Werkzeugen, mit meinen Gedanken, wie ich diese Rolle spiele. Und wenn ich Und das finde ich großartig, denn dann kann ich sehr schön gestalterisch sein. Ich muss es nur mit Absicht tun. Und das ist etwas, was ich ganz häufig beobachte, dass Menschen in der Reflexion ihres Tuns zu schlampig unterwegs sind. Sie machen sich zu wenig Gedanken, wie spiele ich meine Rolle? Naja, und das kann man dann lernen. Und letztens kam ich an einem Sprichwort vorbei, ein chinesisches Sprichwort. Eine unklare Rede, ihr könnt es übertragen, eine unklare Führung ist wie ein blinder Spiegel. Also, was ist zu tun? Den Spiegel putzen, klar, kristallklar zu werden im Denken, im Reden und im Tun. Und damit, da muss ich die Werkzeuge wissen. Und ein Teil, wie ich drauf komme, ist reflektieren. Der andere üben mit so einer Rampensau wie mich zum Beispiel oder anderen Kollegen, die es toll können. Vielleicht an der Stelle kurz der Hinweis, du hattest gerade schon eine Webseite angesprochen. Den Link habe ich parallel mal eben in die Chatbox kopiert. Und vielleicht, weil es an der Stelle wunderbar passt, der Hinweis, wir als Verband im Rahmen unseres Phasenraumangebots haben am 17. und 18. Oktober ein Seminar mit dir in Berlin. Da geht es 2 Tage genau um die Frage, bin ich ein guter Boss? Wo es genau um das Reflektieren geht. Untertitel ist Führung für und von Persönlichkeiten. Und der Frage, wie klar ist denn gerade der Spiegel? Und wie kann man den, glaube ich, noch ein bisschen besser putzen, oder? Genau. Und wo du es gerade ansprichst, noch der Zusatzteil der Werbung. In unserem Seminar wird es keine PowerPoints geben. Da wird es kein vorgefasstes Programm geben nach dem Motto, ich sage euch mal, wie es geht. Sondern wir reflektieren. Es gibt einen Haufen Übungen, wo man sozusagen selber erfahren kann, wie man selber drauf ist. Wir werden diskutieren miteinander. Wir werden aus den Erfahrungen von allen lernen. Und jeder wird hörbar und sichtbar werden. Und jeder wird auch ein Feedback bekommen zu seiner eigenen Wirkung, zur Präzision seines Denkens, zu dem, also was er allgemein gedacht hat und konkret im Seminar. Also da ist viel Dialog, da ist viel hin und her und gemeinsam lernen los. Und keine Sorge, absolut keine trockene Theorie, denn ihr alle seid erfahrene Führungspersönlichkeiten und was man braucht, ist nochmal die Reflexion, nochmal die Diskussion miteinander. Ist das, was ich mir da gedacht habe, ist das präzise genug? Ist das klar genug oder an den Stellen, wo ich noch nicht gut bin und merke, was kann ich da besser machen? Das erwartet euch in den 2 Tagen. Vielen Dank. Eine weitere Frage auch aus dem Publikum, sicherlich auch der aktuellen, des aktuellen Kinoprogramms geschuldet. Warum ist die Angst vor Clowns so ein Thema? Aktuell S2 im Kino. Warum hat man Angst vor Clowns? Sind doch lustig. Es gibt, also die Angst ist jetzt nicht allgemein verbreitet. Erstens, zweitens, ich habe als Clown, wenn ich für Kinder spielte, immer mal die Situation gehabt, dass ich bin 1,90 groß und ich hatte einen dunklen Anzug an, also ich sah jetzt nicht unbedingt aus wie ein bunter Clown. Und da gab es dann immer mal auch Kinder, die Angst hatten. Dann war mein Trick, dass ich geguckt habe, dass die allermeisten keine Angst haben und sozusagen den Schwung der Masse genutzt habe, dass ich diejenigen, die Kleinen, die Angst hatten, sich erstens kuscheln konnten an jemanden, der vertrauenswürdig war, stark genug, auch mit mir aufzunehmen und dann eben zu sehen, dass die anderen keine Angst haben
Und im dritten dann eben durch meine Art, die Art meines Agierens eben gezeigt habe, dass keine Angst nötig ist. Was mir noch einfällt, als Antwort auf deine Frage, es gibt ja ziemlich verrückte Clownstypen. Es ist ja nicht nur der Liebe, es ist nicht nur der Weißclown, es sind nicht nur die mit den roten Nasen, sondern es gibt ja auch diese Brutalo-Clowns, gerade in den amerikanischen Filmen, weil du das Kino ansprichst. Und das ist jetzt schon nochmal eine spezielle Nummer an Clown. Und dass man vor denen durchaus Angst hat, das ist Absicht. Also ich kenne einen Clown Italiener, Leo Bassi, der lebt in Spanien, und ist ein, man nennt ihn so ein bisschen Brachial-Clown. Der spielt mit unseren Wahrnehmungen, der spielt mit mit unserer Schadenfreude und so. Und, also ich selber saß mal im Publikum und war ganz entsetzt, was da abging. Und hinterher in der Reflexion begriff ich, er hat sozusagen mit den mit meinen ja durchaus bösen Seiten gespielt, mit meiner Schadenfreude, mit meinem ein Glück, dass ich nicht auf der Bühne bin, sondern da der andere und so weiter. Und dann begriff ich, oh ja, siehst du, ich bin auch Mensch, sozusagen mit Schattenseiten in meinem Tun. Und wenn das die Idee ist, dieses Clowns, naja, auf, dann haben wir eben mal kurz Angst vor uns selber oder vor dem brachialen Typen da. Guckt euch den mal an. Leo Bassi heißt der. Großartig. Du hattest gerade auch gerade bei dem Kinderbeispiel die Macht der Masse angesprochen. So kann ich mir vorstellen, dass wenn ich dann so performe und das ist ja auch in anderen Bereichen so, ein Teil findet das gut, unterstützt sicherlich das und oder freut sich über so eine Aufführung, ein Teil kann ich nicht knacken. Ist das auch ein Thema, was man nutzen muss oder was man ansprechen muss und sagen, okay, wie bekomme ich da eine kritische Masse hin? Ja, also was ich ganz geil finde, ist ein System, was ich gerne einsetze. Ihr kennt vielleicht das Diskmodell, Dominant, Initiativ, Stetig und Gewissenhaft, nach Carl Gustav Jung. Ne, das war vor 100 Jahren ein Schweizer Psychologe, der so ein System entwickelt hat, dieses Diskmodell Menschen zu beschreiben. Und die dominanten Typen brauchen eine andere Ansprache als die Initiativen. Die jeden Tag eine neue Idee haben, die dauernd, also die Zukunft toll finden und so weiter. Und die brauchen aber wieder eine andere Ansprache als die Stetigen, die also da sitzen und sagen, Chef, seit 20 Jahren machen wir doch, das ist doch erfolgreich. Und warum müssen wir denn jetzt Dinge verändern? Und die Gewissenhaften, die brauchen die dritte Stelle nach dem Komma. Das sind, wie ich sie despektierlich nenne, das sind die Erbsenpolierer. Und wenn ich weiß, dass Menschen ganz unterschiedlich angesprochen werden wollen, müssen sogar, dann kann ich das in meiner Rede unterbringen, wenn ich zum Beispiel eine Rede halte, ja, oder ein Meeting habe. Dann spreche ich die Dominanten mit Zahlen, Daten und Fakten an, den Initiativen mit dem Ereignis, was wir voranstehend haben, den Gewissenhaften, den beruhige ich, indem ich sage, wir schmeißen ja nicht alles weg, sondern wir schauen, was wir toll können, darauf bauen wir auf und den Gewissenhaften und dich brauche ich als Kontrolleur unseres Tuns. So oder ähnlich. Und so kriege ich keine Garantie, dass ich alle mitkriege, aber dass ich möglichst viele mitnehme. Denn spannenderweise haben wir alle so gewisse Präferenzen und wenn sozusagen der Dominante nur mit den Worten des Dominanten redet, dann verliert er eine Menge andere und wenn der Gewissenhafte nur mit den Worten des Gewissenhaften spricht, verliert er wieder die nächsten, das nächste Drittel. Also, wenn wir clever drauf sind, schaffe ich es, alle anzusprechen. Ob die jetzt noch mitkommen, ist nochmal eine nächste Kiste, aber alle erstmal anzusprechen. Und das würde ich dir empfehlen, dann zu üben. Dass du sozusagen die Chancen deutlich vergrößerst, dass du so viel wie möglich ansprichst. Super, vielen Dank. Kommen wir jetzt langsam ein bisschen zum Ende unseres Webinars. Eine Frage noch, ich denke mal auch so eine Klassikerfrage. Was tun oder was sind deine Tricks gegen Lampenfieber? Gegen Lampenfieber. Auch wenn die Antwort euch jetzt nicht zufriedenstellt, üben,
Üben, üben. Üben, üben, üben. Da sind doch schon mal 6 Tipps, oder? Naja, genau. Was auch sehr hilft, ist Klarheit über das, was ihr besonders gut könnt. Ich will ein Beispiel bringen. Ich weiß genau, dass ich mit vorgefertigten Texten furchtbar bin. Ich hatte mal eine Rede zu halten, viele wichtige Persönlichkeiten, Bundeskanzler und so weiter und so weiter. Und ich war da so angekündigt als so sozusagen das finale Stargast. 10 Minuten sollte ich reden. Und ich habe den Fehler gemacht, ich habe mir den Text vorher festgelegt. Das war ein Desaster. Nach 30 Sekunden sehe ich, wie so unten das Publikum abdreht und jetzt muss ich nur 9 Minuten und 30 Sekunden aushalten. Diese Erfahrung, da bin ich wirklich, also ich bin da wie weg wie ein geschlagener Hund. Ich habe es auf Honorar verzichtet, also eine Scheiße habe ich ja lange nicht fabriziert. Also auch begreifen, was ihr besonders gut könnt, das solltet ihr forcieren und was ihr nicht könnt. Da müsst ihr nicht unbedingt die Aufmerksamkeit drauf lenken. Bei mir ist es zum Beispiel, gib mir ein Thema, schmeiß hinten einen Euro rein und dann rede ich dir eine Stunde. Aber wenn ich den Text fertig irgendwie vortragen muss, da bin ich nicht gut. Das wäre noch sozusagen der beiliegende Tipp, herauszufinden, was könnte er. Dann nehmen wir da nochmal kurz die Situation, solche Momente, wo man vor vielen Leuten einfach mal eine miese Performance abliefert, habe ich selbst auch schon erlebt. Ich durfte dann vor 600 Leuten mich wunderbar blamieren. Das kennen wir ja alle, ob das jetzt das kleine Meeting ist, was wir als Unternehmer machen vor unseren Mitarbeitern oder auf irgendeiner Weihnachtsfeier oder vor Kunden oder auf Messen. Jetzt hast du da so einen Moment gerade geschildert. Wie gehst du denn jetzt damit um und was lernst du für dich daraus und wie sorgst du dafür, dass es nicht nochmal passiert? Ich finde, das ist eine richtig tolle Frage, Frederik, weil Erfahrungen machen wir alle. Der entscheidende Punkt ist, wie gehe ich mit so einer Erfahrung um? Und ich versuche, so eine Erfahrung immer irgendwie zu nutzen. Also nicht zu sagen, Scheiße, mach ich nie wieder, sondern herauszufinden, was ist da schiefgelaufen und daraus dann die Schlüsse zu ziehen, was ich also nicht mehr machen sollte. Und so. Also Thema Emotionalität zum Beispiel. Ich habe mal ein Seminar in Sand gesetzt, Banker und so weiter. Und das in Sand setzen hat stattgefunden, weil ich sauer wurde über 4 Leute innerhalb dieses Seminars. Und die haben es mir natürlich heimgezahlt, ne? Die haben mir den langen Daumen gezeigt, also den langen Mittelfinger. Und die Erfahrung war, nie mehr emotional werden im Sinne von persönlich, privat, emotional auf der Bühne, auf der ich da stehe, des Seminars. Ja. Nutzen, was du da gelernt hast. Das wäre meine Antwort. So gehe ich damit Super. um. Ich sag mir, ich habe auch so einen Text. Ich sag mir mal, Fehler, du hast mir jetzt richtig wehgetan, du Sack. Aber jetzt will ich was aus dir lernen. Das ist der Deal. Ich will was lernen. Und dann ist es das Privileg. Dann habe ich immer die Alarmlampe. Je fetter der Fehler war, desto genauer weiß ich, das machst du so in dieser Form nicht nochmal. Super, das heißt eine wohlwollende Beziehung mit seinem eigenen Fehler aufbauen. Das heißt, das Genau, ist genau. super. In den USA habe Vielen ich mal Dank. eine Firma kennengelernt, die feiern einmal im Monat die Teams, die den größten Fehler gemacht haben. Ist auch ein schöner Stil, damit umzugehen. Ja? Genau. Super. Ja, und Deutsch. Ja, und Deutsch. Ja, warum Genau. machen die das? Naja, da ist etwas passiert, was man nutzen kann zum Lernen. Oder da war eine Truppe unterwegs, die besonders mutig war. Nicht? Also das muss auch ausgezeichnet werden, selbst wenn man es mal in den Sand setzt und in die falsche Richtung gelaufen ist. Ja, super. Ja, perfekt. Herzlichen Dank, Christoph, für das Gespräch. Es war eine Freude, dass du da warst. Noch ein paar kurze Hinweise. Es findet diese Woche Donnerstag und Freitag in Berlin unser Gipfel der jungen Unternehmer statt. Wer noch nicht dabei ist, bitte jetzt gerne anmelden. Morgen um 11 Uhr findet ein nächstes Webinar statt, auch wieder kostenlos mit dem Titel zur Lage der Nation. Dort wird unsere politische Abteilung uns ein bisschen was zum Thema Energiewende und Ökologie und politische Entscheidungen zwischen CO2-Steuer, Emissionshandel etc. berichten. Also ganz spannende Themen. Die Links findet ihr wie immer in den Unterlagen, in unserer App oder auf unserer Webseite.
Dann erstmal nochmal herzlichen Dank, Christoph, dass du bei uns warst. Es war ein spannendes, interessantes Gespräch. Herzlichen Dank, Hermann, für die Interviewleitung und an alle in der Runde. Schön, dass ihr dabei wart, wie immer. Es war uns eine Freude, dass ihr da wart. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke für die Einladung. Mach's gut.